Willkommen hier zurück beim zweiten Teil von Magical Mirror starring Mickey Mouse für den GameCube. Das letzte Mal sind wir ja bis hierher gekommen. Zum Hochspringen hat es nicht gereicht, da brauchen wir zwei Sterne. Wir haben leider nur einen, also müssen wir erstmal weiter gucken, wo wir vielleicht noch mehr finden. So. Okay. Oh, Junge. Ja, was soll's, gell? Ich habe ja da oben das Licht an, das ist ja in Ordnung. So, wir gehen ja einfach mal weiter. Ein Donald! Ei, gucke, schau! Donald-Figur, das ist ja fein. Das ist ja krass. Was mach ich damit? Oh, da hinten ist ein Container! Ein Container! Was mache ich jetzt? Wir gucken gleich mal nachher ins Item-Menü. Ey, ich habe doch hier aber ein... ich habe da eben Donald gefunden. Was soll denn das? So. Ja. Wie komme ich jetzt hier hinter? So, machen wir es so. Ah, da kann man es nämlich... Na komm, nimm. Jetzt nehmen wir uns den zweiten Container. Jetzt können wir hier nämlich schön abhotten auf dem Bett nebenan und den anderen Schlüssel holen. Bam! Das ist famos. Ein bisschen frische Luft reinlassen ist auch gut. Gucken hier noch rum. Was hier alles noch gibt. Geh mal in den Fernseher, komm. Guck mal, was in die Klotze läuft. Mach mal den Disney Channel an. Ja. Ist er wieder schwer am Überlegen? Ja, vielleicht Strom? Ah. So, ich muss nur einen Schluck Tee trinken, Entschuldigung. Aber ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal. Warte mal, wenn ich das doppel. Ne, geht auch nicht schneller. Na komm. Ehe wir das nämlich vergessen, gehen wir jetzt hier rüber und holen uns mal den Schlüssel. So. Triggity Trick. Yep. Ein wahrer Champion. So, jetzt haben wir schon zwei Schlüssel, aber noch kein Deut weiter. Aber macht nichts. Fenster. Okay. Wir machen hier einfach mal die Fenster alle auf. Gibt es ordentlichen Durchzug. Gucken. Aha. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Können wir hier die Wand einstürzen? Wir gucken hier nochmal weiter. So. Da war ja noch eine Tür, ne? So eine halb kaputt gedroschene Tür. Das hier. Uns hier hinsetzen. Ne, will er nicht. So. Ah. Ich weiß nicht, ich will. Oh. Aber das ist schon mal gut. Da gibt es wieder was Neues. So, genau. Füllen wir mal schön auf. Mal hier irgendwas machen. Okay. Vielleicht müssen wir das noch irgendjemand reinsetzen. Haben wir nicht einen Donald gehabt? Haben wir davon eingesammelt. Den würde ich gerne da reinsetzen. Aber das will nicht. Gut, dann gucken wir uns hier noch um. Da. Ah, ah, rennen wir nicht weg, ja. Sehr schön. Ja, ja, komm mal her. So.
Aber hier scheint sich auch nichts zu tun. Ende. Ah, also er scheint schneller zu laufen, aber... Okay, also er läuft schneller. Wenn wir Doppelklick machen. Ja, auch da. Oder auch nicht. Egal. Wir gucken jetzt mal hier rein. Wie groß ist die Hütte eigentlich? Das ist doch nicht normal. Ah, natürlich dumm, wenn ich die jetzt... Die will ich gar nicht einsammeln hier. Ich sammle da trotzdem ein. Ist natürlich doof. Ja... Toll. Aber kann man nichts machen. Ich muss ja irgendwie da... Oh, da ist eine... Nein. Wir blenden das mal aus. So. Da kommen wir hier frisch, fromm, fröhlich, frei, nämlich rum. Klicke die Klacken. Was ist hier? Ja, gehen wir hier. So. Was haben wir denn hier? Ja. Die magische... Was denn jetzt? Okay. Ah. Kombiniere, kombiniere. Das ist schon mal gut. Gehen wir dahinter. Ich sehe da hinten was glitzern. Ich sehe da überall was glitzern. Ja, du musst nicht alles einsammeln. Hallo, wir haben nur zwei. Lauf mal ein bisschen schneller. Ich packe meinen Koffer. Ich glaube, das ist ja von Dagobert. Da wären die Augen groß, gell, hier. Oh oh, jetzt aber schnell. Ja. Die Ratte. Egal, hüp nein. Liegt noch, ob da vielleicht ein Container mit dabei ist, da unten. Da muss ich mal gucken, ja. Also mich dünkt, wir könnten vielleicht... Ja. Ah, die Bahn noch gekriegt. So. Ja, was soll's, wir haben ja noch einen, gell? Was soll schon schief gehen? Ich hoffe mal, dass es keine Sackgassen gibt, wenn man keine Sternenergie mehr hat. Aber es wäre ja... Ach, du ahnst es nicht. Schnell in die Metropa. Geht nicht, geht nicht. Ich habe keine Energie mehr. Ja, und nu? Okay. Jo. Ja, gehen wir da ein. Okay, das fällt aber auch nicht ganz auf. Und nu? Ja, geh mal da hinten rein. Ist natürlich die Frage, hätte man jetzt mehr gehabt, wäre das da anders ausgegangen? Hätte man den ausweichen können oder wie oder was? Was sind das hier? Geh mal da hinten rein.
Ein bisschen. Also allzu viel macht er auch nicht voll, ne? Nee, bringt uns ja nichts. Bringt uns nichts. Wir gucken erstmal weiter. Wir kommen vielleicht später her, wenn wir noch ein paar mehr Container haben. Wir merken uns mal diese Eisenbahn hier. So, jetzt ist sie nämlich hier auch weg. Ah, okay, also die kommen wieder, die Sterne. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir trotzdem hier und erkunden noch ein bisschen die Hütte. Ah, guck mal hier, Mickey. Nee, ich wollte eigentlich, dass du hinten. Ja, hinten. Strom. Ja, du Stromer. Na, da hältst du es immer aber nicht, hä? Ich frage mich, wie du ein Imperium aufgebaut hast, mein Freund, ja. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wa? Kommen wir dahinter? Gut, dann gucken wir erstmal hier noch andere Räume. Ja. Die Fenster sind übrigens wieder zu. Wir brauchen ja Container, ganz klare Sache. So. Hier, nimm. Komm, mach auf. So, und jetzt gehst du dahin. Und auf dem Rückweg nimmst du hier das Teil mit. Ist schon ein bisschen, ne? Da muss man hier von Kameraperspektive zu Kameraperspektive laufen. Ah, ist da? Einer unserer Schlüssel hilft uns da weiter. Ja, ne, geh rein. Ja, ganz toll. Aber geh rein. So, oh, da oben. Oh, ist das nicht hier? Toy Story, Mr. Ham. Shit. Na bitte. Okay. Dass er das aber nicht direkt anklicken kann. Du kriegst doch schon wieder hier. Ne, lauf doch nicht vorbei. Ich sag mal. Ups, hockt. Na. Fremde Sparschweinchen. Okay. So. Jetzt geht doch mal. Wo ist das? Ah ja. Ah. Okay, das kann man dann sicher reintun. Ja. Gotcha. Money. Ich will trotzdem den komischen Container da hinten. Der latscht dran vorbei, das gibt's doch nicht. Lass mich verarschen. So. Jetzt haben wir aber ein Item, oder? Bitte. Das ist eine Münze. Sie gehört in ein Sparschwein. Das ist ja super. This is a tricky one. Schmeiß runter. Ihr willst mich verarschen. So, wie kann ich jetzt? Ich. Ja, dann mach doch auch. Warum? This is a tricky one. Junge. Hm.
Ich hau dir das Sparschwein gleich um die Ohren her. Jetzt haben wir's. Ey, also die Kollisionsabfrage, ne, Freunde. Da kommt hoffentlich noch ein Patch, oder? Capcom, wie ist das? So, kommen wir jetzt hier dran. This is a tricky one. Nee. Gut, dann eben nicht. Ja, du hast doch schon zweimal drüber nachgedacht, bis auf keine Lösung gekommen. So, dann gehen wir mal jetzt hier wieder raus. Das wird ja nichts. Geht schon mal auf, das ist gut. Nicht gut. Ich hab doch aber hier Tricky the Trick gemacht. Ah. So. So wird ein Schuh draus. Das war knapp, ne? Migi. Guck mal, was wir da nämlich haben. Yes! Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die klügste Maus im Land? Du nicht, Mickey. Du bist zu dumm, ein Sparschwein zu zerdeppern. Sorry, aber das muss ich jetzt mal so deutlich sagen. Ruf doch einfach mal einen Goofy ein. Das ist ein Typ, der hat Herz und Verstand am rechten Fleck. Oh, das ist ein richtiges großes Stück hier. Das sind vielleicht doch nicht so viele. Aber wir haben jetzt drei Container. Drei Sterncontainer. Das heißt, wir werden jetzt nochmal rüber ins Spielzimmer gucken. Dann nochmal mit der Bahn fahren. Und gucken, dass wir dann da nochmal ausweichen können. Das sollte hoffentlich funktionieren. Ja, da bitteschön. Müsste ja inzwischen wieder Sachen zum Aufladen sein. Ja, genau. Renne. Renne, als ginge es um ein Stück Käse. Natürlich nur zwei Drittel aufgeladen. Ich hoffe, hier ist noch ein bisschen was zum Aufladen. Ja, 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 ja. Na gut. Dann gehen wir mal hier zu Hexe Baba Yaga. Die macht uns mal. Ja. Tricky, Tricky. Kann man das abbrechen? Sicher nicht, die Sequenz. Nee. Ja, gucken wir uns nochmal an. Die ist ja genauso witzig wie vorher. So. Aber jetzt gucken wir noch ein bisschen rum. Hier lag ja vorher auch noch anderer Kram rum. Wenn ich mich recht entsinne. Aber ich kann ja gar nicht überall rum. Ja, hier hatte ich vorhin auch noch was gesehen, ne? Na, dann geh mal. Geh mal da hin. Komm. Ja, sammeln wir mal ein bisschen. So. Ja, lauf doch. Nicht stehen bleiben.
läuft auch wieder nur hier lang. Okay, das sind nur so halbe Teile zum Aufladen. Okay. Gut. Dann fahren wir jetzt nochmal mit der Bahn. Ja, war unnötig, aber gut. So, das Späßchen nochmal hier machen. Ganz ehrlich, die Sequenzen, die könnte man sich auch sparen, wenn man sie schon mal gesehen hat. Aber gut, für manche ist vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne da. So, jetzt haben wir nämlich noch zwei Sterne hier oben drin, das heißt, wir können hoffentlich ausweichen. Genau, wir machen eine zum Aufmachen, ne? Und dann eine zum Ausweichen. Was soll schon schief gehen? Duff, duff, duff. Wir fahren mit der Bahn. Puh. Kann ich sonst irgendwo lang gehen? Ne. Ich denke mal, wir müssen dieses Ereignis triggern. Okay. Okay. Also man muss nicht immer das machen, wenn es einem angezeigt wird. Das ist ja verrückt. Da ergeben sich ja ganz neue Möglichkeiten. Spielerisch gesehen jetzt. Da gekommen. Aha. Guck ich schau. Jetzt sind wir in dem anderen Zimmer. Und da vorne ist auch der Durchgang. Momentchen mal. Da kommen wir doch vielleicht. Na, geh mal rüber. Geh doch mal durch, Junge. Ne? Ich sag nur Strom und so. Okay. Palim, palim. Aha. Na komm schon. Do it. Bam. Jetzt haben wir da nämlich Strom. Ja, Mann! Super Miggy! Super Miggy on the way! So, komme ich hier wieder raus? Ja. Sonst noch wohl langlaufen? Nee, gell? Das machen wir mal weg. Ne, ich denke mal, wir müssen jetzt wieder da durch. Aber wir gucken mal rum, ob wir vielleicht noch irgendwie zu dem Flugzeug kommen. Das wäre ja krass. Das wäre ja voll krass. Ja, okay, scheint nicht zu gehen. Aber irgendwie muss ja zurückgehen. Merkwürdig. Aber ich würde sagen, das finden wir vielleicht beim nächsten Mal raus, wenn es heißt, ja, verlassen am Bahnsteig. Oder so, egal. Das war's, der
zweite, ja, das war der zweite Teil von Mickey's Magical Mirror. Win Game Dupe hier bei Telekonga. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen.